Tja, wir, meine Damen und Herren, schauen jetzt nach Berlin. Da gibt es ganz andere Themen, die gerade aktuell diskutiert werden. Mein Kollege Gerd Joachim von Fallower ist dort für uns. Gerd, da schauen die Parteien im Bundestag und insbesondere ja auch die Bundesregierung insbesondere auf den Bundesetat. So ist es. Wir haben Haushaltswoche in Berlin und die Fraktionen haben heute am Montag ihre Sitzungen, denn morgen ab 10 Uhr, da wird dann 4 Tage lang über den Haushalt beraten. Der neue Bundesfinanzminister Olaf Scholz müsste ein glücklicher Mann sein. So viel Geld, wie er zur Verfügung hat, hatten seine gesamten Vorgänger niemals. Aber natürlich, beim Geld, da hört die Freundschaft auf. Und deswegen begannen schon an dem Tag, als er diesen Haushalt vorgestellt hat, die Streitereien. Man kann zunächst festhalten, Olaf Scholz steht in der Nachfolge von Wolfgang Schäuble, will die schwarze Null die kommenden 4 Jahre halten. Und es entzündete sich unter anderem der Streit schon in den letzten Tagen daran, dass die Investitionen in den 4 Jahren zurückgefahren würden, trotz Rekordsteuereinnahmen, und dass vor allen Dingen für die Verteidigung zu wenig Geld ausgegeben werden sollte. Ursula von der Leyen, die Fachministerin, hat interveniert, und offensichtlich gab es zwischendurch auch Gespräche mit dem Bundesfinanzminister. Jedenfalls hat Ursula von der Leyen heute mitgeteilt, dass man im Jahre 2025 1,5% des BIP für die Bundeswehr aufwenden werde. Im Jahre 2019 sollen das 1,3% sein. Da ist offensichtlich Geld nachgelegt worden. Aber wenn man es mal genau übersetzt, dann heißt das auf der anderen Seite auch, dass bis zum Jahr 2025 1,5 BIP, das sind eben nicht 2% des Bruttoinlandsproduktes, so wie es vom amerikanischen Präsident gefordert wurde für die NATO-Staaten. Und da hat es offensichtlich auch in der Union massive Diskussionen darüber gegeben. Jedenfalls hat die Fraktionsvorstandssitzung der Union so lange gedauert, dass dann sofort die Fraktionssitzung hier hinter mir angefangen hat, ohne dass Volker Kauder sein angekündigtes Statement abgeben konnte. Naja, die Haushaltswoche ist ohnehin die Woche der Oppositionsfraktionen. Und deswegen wollen wir den Reigen mal beginnen mit Sarah Wagenknecht, der Fraktionsvorsitzenden der Linken, die natürlich die Hauptkritikpunkte an diesem Haushalt zusammenfasste. Es wird an der falschen Stelle entlastet. Sarah Wagenknecht. Der Haushalt dieser Großen Koalition ist natürlich so wie die Große Koalition selbst: ideenlos, unambitioniert, kleinmütig. Und das, obwohl diese Regierung eigentlich alle komfortablen Bedingungen hat, die man nur haben kann. Die Steuereinnahmen sprudeln, die Zinsen liegen unterhalb der Inflationsrate. Also sie hätten wirklich Chancen, wenigstens eins der brennenden Probleme dieses Landes anzupacken und zu versuchen zu lösen. Stattdessen verteilen sie hier ein bisschen Geld mehr, dort ein kleines bisschen mehr. Aber es ist in der Regel so, dass es nicht ausreicht, dass die Betroffenen auch nur wahrnehmen, dass sich etwas für sie verändert, sei es in der Pflege, sei es bei der Frage Renten, sei es bei der Frage Bildung, geschweige denn, dass irgendeine Herausforderung wirklich angenommen wird. Wir finden das absolut blamabel. Und es ist ja schon interessant, dass einer der Haushaltsetats, die eigentlich den größten Aufwuchs haben sollen, ausgerechnet der überflüssigste ist, nämlich der Rüstungsetat. Und da ist selbst hier, also diese geplante Steigerung von immerhin 5,5 Milliarden, das ist zum Beispiel wesentlich mehr als für das neue Kita-Gesetz eingeplant ist. Also die Rüstung ist dieser Regierung mehr wert als die Kinder in diesem Land. Aber selbst diese 5,5 Milliarden sind dann offensichtlich einigen noch nicht ausreichend genug. Also Frau von der Leyen hat ja schon deutlich kritisiert, dass das noch weiter wachsen muss. Das war auch von Herrn Scholz also sehr vage zu hören, dass man darüber durchaus reden kann. Frau von der Leyen hat 12 Milliarden gefordert. Ich muss sagen, also wer solche Forderungen aufstellt, ich weiß nicht, in welcher Welt der oder diejenige lebt, als ob das, was jetzt in Deutschland dringend ist für unsere Probleme, ausgerechnet darin besteht, unseren Waffenschmieden glücklich zu machen, deren Auftragsbücher zu füllen und immer mehr Geld für Rüstung hinauszuwerfen. Ich fand auch interessant, wie im Vorfeld der heutigen Bundeswehrtagung Frau von der Leyen ihre Forderung begründet hat. Sie hat ja wörtlich gesagt, also in Zukunft soll es gleichrangig sein, dass die Bundeswehr sowohl für die Landesverteidigung als auch für die Auslandseinsätze zur Verfügung steht und gut gerüstet ist. Also da muss man Frau von der Leyen wirklich mal raten, einen Blick ins Grundgesetz zu tätigen, weil im Grundgesetz steht ja sehr deutlich, wofür die Bundeswehr da ist, nämlich dafür,
das Land zu verteidigen und nicht dafür, in aller Welt Interventionskriege und Auslandseinsätze zu führen. Und insoweit finde ich das schon sehr bezeichnend. Also früher war es ja so, dass man zumindest noch so getan hat, als sei der Auslandseinsatz, ich erinnere an den bezeichnenden Satz von Herrn Struck damals, deutsche Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, da hat man also zumindest noch die Lüge verbreitet, das sei im Interesse unserer Sicherheit und der Verteidigung, wenn wir im Ausland eingesetzt sind. Frau von der Leyen weiß jetzt und räumt es völlig ein, dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr nichts mit Inlandsverteidigung, nichts mit unserer Sicherheit, nichts mit Landesverteidigung zu tun haben und fordert dafür mehr Geld. Also ich finde, eine Regierung sollte sich ans Grundgesetz halten und dann ist natürlich auch völlig klar, die Bundeswehr muss für das gut ausgestattet sein, was nach dem Grundgesetz ihre Aufgabe ist. Das ist die Landesverteidigung. Das ist nicht das Führen von Interventionskriegen. Donald Trump wirft eine Brandfackel nach der nächsten in das Pulverfass des Nahen Ostens. Heute wurde die Botschaft in Jerusalem eröffnet. Es hat natürlich absehbar auch sofort wieder zu einer Eskalation der Gewalt geführt. Es gibt viele Tote, es gibt sehr, sehr viele Verletzte. Es ist einfach eine völlig unverantwortliche Politik, die dort betrieben wird, so wie auch natürlich schon vorher die Aufkündigung des Iran-Abkommens. Wir begrüßen das, wir unterstützen es, dass die Bundesregierung hier sehr klar gesagt hat, wir wollen, dass das Iran-Abkommen erhalten bleibt. Wir setzen uns auch dafür ein. Es gibt ja jetzt auch den Vorschlag des Iran, dass man darüber reden soll, wie man das schafft. Das finde ich richtig und ich finde, solche Gespräche müssen geführt werden. Da brauchen wir dann natürlich auch die Kooperation, nicht zuletzt mit Russland. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass es dort ja doch eine rege Reisediplomatie jetzt gibt. Also auch das, was wir immer gefordert haben, sich nicht den USA unterzuordnen, sondern zu versuchen, eine eigenständige Politik zu machen. Das wäre natürlich wünschenswert. Aber was ich schon wieder wirklich armselig fand, war die Aussage von Herrn Maas, wo er gesagt hat, ja, wir können unsere Firmen ja gar nicht gegen US-Sanktionen schützen. Weil das ist ja im Grunde das Eingeständnis, dass man das Abkommen gar nicht erhalten könnte. Weil wenn man es erhalten will, muss man natürlich in irgendeiner Form zusehen, dass wir unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen, das sind ja die Hauptbetroffenen, gegen solche Sanktionen auch schützen. Und selbstverständlich wäre das möglich, wenn man ganz klar gegen Sanktionen androht, für jede Sanktion, die ein europäisches Unternehmen trifft, statt schon wieder sich kleinmütig zu unterwerfen, wie das offensichtlich Hamas vorhat. Ich hoffe, dass die Bundesregierung hier eine klare Position finden wird, die wirklich darin besteht, um dieses Abkommen zu kämpfen. Aber dann muss man natürlich auch dem Iran gewisse Garantien geben, dass er jetzt nicht mit neuen Sanktionen in dieser massiven Weise überzogen wird, dass das nicht sich zumindest für die Europäer nicht in der Form auswirkt, weil sonst ist das Abkommen tot und das bedeutet natürlich die große Gefahr eines neuen Westrüstens im Nahen Osten, die große Gefahr, dass der Flächenbrand dort noch mehr eskaliert. Und das ist natürlich in keiner Weise wünschenswert. Im Gegenteil, das ist hochgefährlich, gerade auch für Europäer, gerade auch für unsere Sicherheit. Und deswegen haben wir hier natürlich, alle europäischen Politiker sollten ja ein großes Interesse haben, hier eine eigenständige Politik zu verfolgen und sich nicht länger den USA unterzuordnen. Seit 15 Uhr sitzt die Fraktion der Linken schon zusammen. Eine Stunde später sind die Bündnisgrünen hier auf der Fraktionsebene zusammengetreten. Und Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende, hat natürlich auch sich das Thema Haushalt vorgeknüpft und sein Statement damit begonnen. Der Haushaltsentwurf von Herrn Scholz und Frau Merkel ist, genauso wie man befürchtet hat von dieser großen Koalition, nachher ist zukunftsvergessen, er bringt keine spannenden Investitionen und man hat den Eindruck, diese große Koalition weiß eigentlich gar nicht genau, wozu sie eigentlich dieses Land regiert. Lassen Sie mich das an drei Beispielen aufzeigen. Nehmen wir die Investitionen. Es ist sogar so, dass mittelfristig, obwohl die Investitionsquote eigentlich schon zu niedrig ist, die Investitionen weiter sinken sollen. Es wird einfach so ein bisschen klientelistisch Geld verteilt, anstatt in wichtige Zukunftsprojekte zu investieren, wie zum Beispiel, dass endlich auch das wichtige Industrieland Deutschland ein schnelles Internet flächendeckend bekommt, wie zum Beispiel, dass Wohnraum auch in den großen Städten wieder bezahlbar wird oder wie zum Beispiel, dass endlich wieder echter Klimaschutz stattfindet.
Was auch in diesem Haushalt deutlich wird, ist, dass die historische Chance, mit Macron in Frankreich einen proeuropäischen und reformbereiten Präsidenten zu haben, dass diese historische Chance vertan wird. Das Zeitfenster schließt sich schnell. Und was macht die Bundesregierung? Anstatt auf die Ideen einzugehen oder vielleicht eigene Ideen zu haben oder Kompromissvorschläge anzubieten, kommt sie mit kleinteiligem Zeug daher und hat kein Geld in diesem Haushalt in ausreichender Menge hinterlegt, um zum Beispiel Zukunftsinvestitionen auf europäischer Ebene anzuschieben. Stattdessen soll ausgerechnet Frau von der Leyen Geld bekommen für mehr und ungeplante Investitionen oder unkoordinierte Investitionen im Verteidigungsbereich. Frau von der Leyen, die bis jetzt ein Abo dafür hat, in Bundesrechnungshofberichten negativ aufzutauchen. Frau von der Leyen sollte anstatt mehr Geld zu bekommen, endlich dafür sorgen, dass das Beschaffungswesen der Bundeswehr geordnet wird, sodass das Geld vernünftig ausgegeben wird. Nämlich unsere Soldatinnen und Soldaten haben, wenn sie in schwierige Einsätze wie zum Beispiel nach Mali geschickt werden, einen Anspruch darauf, dass sie mit vernünftiger Ausrüstung ausgestattet werden. Aber bei Frau von der Leyen hilft noch so viel Geld auch nichts, sondern es braucht erstmal ein geordnetes Beschaffungswesen. Es mag ja sein, dass die CSU Panik hat aufgrund der Umfrageergebnisse in Bayern. Es mag sein, dass sie Panik hat, dass sie die absolute Mehrheit verfehlt. Aber Herr Dobrindt mit seinen Äußerungen tut unserem Land einfach keinerlei Form von Gefallen. Nicht die Äußerungen von Herrn Dobrindt, den Rechtsstaat dermaßen anzugreifen, die Äußerungen von Herrn Dobrindt, ein grundlegendes Recht, nämlich dass jeder Mensch gegen Verwaltungsentscheidungen klagen kann, in Frage zu stellen, damit legt Herr Dobrindt die Axt an die Grundlagen unseres Rechtsstaates und Dobrindt gefährdet damit ganz massiv den Zusammenhalt. Man hat das Gefühl, dass die CSU im Moment gerade auch Gefallen dran gefunden hat, die Grundlagen unseres Rechtsstaates anzugreifen. Und ein schönes Beispiel oder ein bedenkliches Beispiel dafür ist das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz. Wenn irgendwo in Deutschland ein paar hundert Rechte demonstrieren, dann heißt es, es seien besorgte Bürgerinnen und Bürger und man müsste ihre Ängste verstehen. Wenn in München Zehntausende von Menschen demonstrieren, weil sie Sorge haben um ihre grundlegenden Bürgerrechte, dann werden sie vom bayerischen Innenminister beschimpft als ja, leichtgläubige Menschen, die Lügenpropaganda aufsetzen würden. Das ist absolut unsäglich und man kann Herrn Seehofer nur davor warnen, dieses bayerische Gesetz, das in meinen Augen verfassungsrechtlich auf äußerst dünnem Eis steht, dieses bayerische Gesetz sich als Beispiel zu nennen für das geplante Musterpolizeiaufgabengesetz. Nämlich mit diesem bayerischen Gesetz hat man einen Gesetzentwurf geschaffen, der all das beinhaltet, was wir uns von einem Polizeiaufgabengesetz nicht wünschen. Und wir erwarten von der Bundesregierung, und zwar von CDU, CSU und SPD, dass sie ein verfassungskonformes Musterpolizeiaufgabengesetz zustande bringen. Herr Altmaier ist gerade in Russland. Und wenn Herr Altmaier Europa einen Gefallen tun wollen würde, dann würde er gegenüber Putin ganz klar sagen, dass aus Nord Stream 2 es nichts wird. Nicht Nord Stream 2 gefährdet den Glauben unserer osteuropäischen Nachbarn in die deutsche Solidarität. Nord Stream 2 gefährdet die Energiewende und es wäre außerdem ein gutes Signal an Herrn Putin, wenn er sich weiter so verhält in Syrien, weiterhin so verhält in der Ukraine, dann kann man auch mal Lieblingsprojekte von Herrn Putin von deutscher Seite aus absagen. Was Trump im Moment im Nahen Osten treibt, zeigt ganz eindeutig, dass Trump kein verantwortungsvoller Partner mehr für Europa ist. Seine Handlungen und Äußerungen von Aufkündigung des Iran-Abkommens bis zur Verlegung der Botschaft nach Jerusalem sorgt jetzt bereits für schwere Schäden internationalen Glauben an die Herrschaft des Rechtes. Und wenn man sich anschaut, was im Moment in Palästina los ist, gießt er damit Öl in einen bereits jetzt sehr, sehr gefährlichen Konflikt. Man muss von der Bundesregierung erwarten, dass sie endlich erkennt, wer Herr Trump ist, dass er sich überhaupt kein Interesse fürs Recht zeigt und sie ihm deshalb mit noch deutlicher Härte und mit Klarheit gegenübertritt. Nämlich in der Form, wie Trump auftritt, ist er sicher ein Gesprächspartner, aber kein verantwortungsvoller Partner mehr für uns.
Ja, Anton Hofreiter hat sich hier jeden Mal vorgeknüpft, unter anderem natürlich den amerikanischen Präsidenten. Heute 70 Jahre Gründung des Staates Israel und er verlegt seine Botschaft nach Jerusalem. Das ist natürlich ein Politikum. Und es gibt einen zweiten Jahrestag heute zu vermelden. Genau vor 25 Jahren haben sich Bündnis 90 und die Westlichen, die Grünen, zusammengetan zu Bündnis 90, die Grünen. Und gestern Abend, so war zu hören, hat man darauf doch feuchtfröhlich ein bisschen gefeiert. Auch wenn der Fraktionsvorsitzende heute Morgen hier schon wieder in die harte Politik eingestiegen ist, war der eine oder andere noch ganz feierfreudig, den ich vorhin getroffen habe. 25 Jahre ist das nun schon her, dass die Ostgrünen sich mit den Westgrünen zusammengetan haben. Und man hätte ja beinahe die neue Bundesregierung hier stellen können in einem Jamaika. Bündnis. Ja, wenn Christian Lindner, der FDP-Chef, nicht ausgestiegen wäre und der Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende der FDP, die auch heute natürlich hier eine Fraktionssitzung hat, der hat sich hier vor der Sitzung ebenfalls geäußert und hat sich einen Gast mitgebracht. Aber keine Sorge, es ist niemand aus der Bäckereiinnung. Wir haben heute am Montag in unserer Fraktionssitzung einen besonderen Schwerpunkt. Und deshalb auch einen besonderen Gast. Das ist die Haushaltswoche. Und ich habe eingeladen den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Rainer Holznagel. Und das für sich genommen ist bereits ein politisches Signal. Denn in dieser Haushaltswoche kommen die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so gut wie gar nicht vor. Der Staat hat immer höhere Einnahmen. Er eilt von Rekord zu Rekord. Er profitiert von künstlich niedrigen Zinsen. Und wir haben eine Situation, in der dennoch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler keine Mittel bereitgestellt werden. Die Haushaltslage des Staates ist exzellent. Er kann leicht wirtschaften. Private Investitionen, privater Konsum fallen hinten rüber. Und deshalb Rainer Holznagel hier. Wir wollen seine Perspektive kennenlernen, die wir dann natürlich auch in der weiteren Woche mit einspeisen wollen in das politische Gespräch hier im Haus. Ich mache zwei weitere Punkte, bevor er das oder einen weiteren Punkt, bevor er das Wort hat. Wir schauen mit Sorge in den Nahen Osten. Die Eskalationsspirale dort dreht sich weiter. Wir beklagen Tote. Wir halten daran fest, dass jetzt eine Zeit wäre für eine europäische Initiative. Und wir regen an, dass Europa gemeinsam eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten auf den Weg bringt. Nach dem Vorbild des Helsinki-Prozesses muss gesprochen werden mit allen Konfliktparteien über eine Befriedung und ein friedliches Miteinander in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Gerade jetzt, angesichts dieser neuen Eskalationsspirale, dürfen die diplomatischen Bemühungen nicht eingestellt werden, sondern im Gegenteil, sie sind zu intensivieren. Haushaltswoche ist eröffnet. Die Rahmenbedingungen dafür sind so gut wie noch nie. Die Steuerschätzung ist so hoch wie noch nie. Insofern müssen wir jetzt aber trotzdem darauf achten, dass die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden. Auch wenn die Zahlen gut aussehen, auch wenn der Bundesfinanzminister eigentlich keinen Grund zur Sorge hat, ist es so, dass dieser Haushalt kein Zukunftsprogramm ist. An drei Punkten machen wir das fest. Das erste, wir haben keine klare und eindeutige Aussage zur Schuldentilgung. Bei diesen guten Rahmenbedingungen gehen wir davon aus, dass eigentlich nicht nur die schwarze Null gehalten werden muss, sondern wir müssen Altschulden jetzt zurückführen, damit wir in der Zukunft auch Freiräume haben. Dazu ist kein Bekenntnis im Bundeshaushalt zu finden. Die Investitionen sind aus unserer Sicht nicht genügend. Wir brauchen mehr Investitionen in Straßen, in Infrastruktur, aber auch in Digitales und in Bildung. Auch hier sind die Akzente aus unserer Sicht falsch gesetzt. Wir finden auch keine Depriorisierung, wo eben auch gespart werden soll. Da werden wir intensiv darüber diskutieren, welche Maßnahmen eigentlich in diesen Zeiten überflüssig sind. Stichwort Subventionen an Großkonzerne. Auch hier erwarten wir von der Bundesregierung, vom Parlament deutliche Aussagen. Und am Ende, und das verbindet uns natürlich, wir brauchen eine wirkliche Aussage zu Steuerentlastungen. Der Bundesfinanzminister hat zwar angekündigt, zaghaft die kalte Progression zu bereinigen. Das reicht bei Weitem nicht aus. Der Solidaritätszuschlag steht im Schaufenster. Auch hier sagen wir, er könnte jetzt beginnen, wenn es eine wahrhaftige Steuerreform, eine wahrhaftige Steuersenkung geben sollte. Und am Ende müssen wir sagen, wir brauchen eine Tarifreform und eine Unternehmensbesteuerung, die weltweit auch uns wieder konkurrenzfähig macht. Darum geht es.
Der Haushalt ist vorgelegt. Jetzt muss das Parlament sein Königsrecht ausüben. Und wir hoffen, dass viele Kritikpunkte, die wir im Vorfeld formuliert haben, hier auch einfließen. Vielen Dank. Also der Präsident des Bundes der Steuerzahler heute zur moralischen Unterstützung des FDP-Vorsitzenden, der ja die Abschaffung des Solis fordert. Und bei dem vielen Geld, das der Bundesfinanzminister durch sprudelnde Steuereinnahmen hat, muss man sich schon fragen, warum eigentlich als allerletztes daran gedacht wird. Man will ja laut Koalitionsvertrag an den Soli rangehen, aber da will man eine Schichtung vornehmen. Und das Ganze wird auch noch die nächste Legislaturperiode dauern. Seit 1990 mit Abstufung wird dieser Solidaritätsbeitrag ja erhoben. Und Die letzte Fraktion im Reigen der Oppositionsfraktionen, das ist die AfD. Die machen ja immer so ein bisschen alles anders als die anderen. So ist das auch heute. Es gibt gar keine Fraktionssitzungen. Aber Peter Böhringer, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, war heute zum Tagesgespräch Gast bei Phoenix. Und da wollen wir Ihnen die entscheidenden Ausschnitte draus zeigen. Man kann in der Tat eine Menge einsparen an vielen Positionen. Andererseits an anderen müsste man auch draufsatteln. Es ist nun mal, wie es ist. Es gibt eine Menge Sondereffekte. Deshalb sprudeln die Steuerquellen so. Zum einen sind die Deutschen natürlich unglaublich fleißig. Das ist der eine Punkt. Zum anderen haben wir gerade wieder durch die OECD festgestellt, mit die höchsten Steuer- und Abgabesätze der Welt. Das ist insofern schon mal ein Argument, bei diesen unglaublich sprudelnden Kassen auch mal was zurückzugeben. Aber diese Sondereffekte kommen auch durch eine 100%ige Exportfinanzierung des deutschen Exports nach Euroland durch die Bundesbank in Form der Tage-2-Subventionierung und in Form der permanenten EZB-Programme, die ja letzten Endes auch eine Konjunkturhilfe sind. Aber das ist alles nicht nachhaltig und das ist das Problem an diesem Haushalt. Man kann in jedem Fall den Solidaritätszuschlag früher abschaffen, 30 Jahre nach der deutschen Einheit. Das muss man sich vorstellen. Natürlich ist das möglich und auch finanzierbar. Ich glaube, es rumort jetzt sogar in Unionskreisen inzwischen, dass das endlich mal angegangen werden muss. Wir würden sicher an einigen Stellen auch draufsatteln. Zum Beispiel steht das neue Baukindergeld, das im Prinzip ja keine so schlechte Idee ist, in keinem Verhältnis zu den Kosten der Euro-Rettung. Wir reden von 400 Millionen Ausgaben an dieser Stelle. Und das gibt man für die Euro-Rettung auf deutscher Seite in nicht einmal 12 Stunden aus. Das Baukindergeld eines Jahres wird in 12 Stunden in Euroland wieder verbraten. Da ist wirklich Luft ohne Ende und an der Stelle muss man ansetzen. Wir kommen nämlich tatsächlich von 2,2 oder 2,3 Billionen Euro, sind jetzt auf glatt 2 Billionen und Herr Scholz plant tatsächlich einen Rückgang, ich glaube, auf 1,95 Billionen, aber das ist natürlich alles nichts. In Zeiten von super guten Konjunkturen sieht man, welche Altlasten sich hier aufgehäuft haben. Zugegebenermaßen im Moment werden die nicht weiter aufgeschuldet. Dafür zahlen wir meiner Meinung nach viel zu hohe Zinsen auf diese Bundesschuld. Deutschland könnte sich zu 0,5-0,6% refinanzieren. Faktisch zahlen wir aber 1,5 oder 1,6% Zinsen auf die Bundesschuld. Das sind zum Teil auch alte Bonds, aber die müssten längst abgelöst sein. Wir könnten meiner Meinung nach mit vernünftigem Schuldenmanagement auch schon unter den 20 Milliarden sein, die uns die Bundesschuld immer noch kostet. Eine kleiner werdende EU ohne UK hat natürlich weniger Aufgaben und müsste erstmal der Logik folgend, der ökonomischen Logik, weniger Budget haben. Stattdessen tingelt Herr Oettinger seit Monaten durch Europa, durch EU-Europa muss ich sagen, und will mehr Geld. 12 Milliarden und er will es tatsächlich von Deutschland. Das ist ziemlich exakt das, was von England nicht mehr kommt. Das heißt, Oettinger fordert ernsthaft als sogenannter deutscher EU-Kommissar, dass zu 100% die Brexit-Folgen von Deutschland geschultert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unsäglich. Allein dieser Vorschlag disqualifiziert ihn. Ja, Peter Böhringer heute im Tagesgespräch von Phoenix. Und wenn Sie mitgezählt haben, dann fehlt nur noch die SPD-Bundestagsfraktion. Die tagt aber erst ab 19 Uhr. Deswegen können wir Ihnen da noch kein Statement zeigen. Aber ich verweise Sie auf unsere 23-Uhr-Sendung Der Tag. Und ab morgen, 9.30 Uhr, wird Phoenix, wie Sie das gewohnt sind, die Haushaltswoche aus dem Deutschen Bundestag komplett live übertragen. Und damit zurück zu Konstanze Abrazki in unser Bonner Studio.